Und so toll wie ich bin, nehme ich einfach weiter am Stück auf. Eigentlich würde ich das ja gerne so die ganze Zeit am Stück aufnehmen, wie ich es anfangs auch die ganze Zeit getan habe. Nur dann habt ihr ja auch schon mitbekommen, dann verschieben sich Video- und Audiospuren. Das ist so ein bisschen nervig. Achso, du sollst... Wow. Darum sollst du dann bleiben. Alles klar. Hey, das lässt du sein. Lass das. Das ist ekelhaft, was ihr macht. Echt mal, Resteverwertung an sich ist ja nicht schlecht. Aber was ihr da vorhabt, das ist echt ekelhaft. So, und jetzt will ich hier rein. Und ihr lasst die Leichen in Ruhe. Ihr Leichenfledderer. Mr. Kraft, ich muss mit Ihnen reden. Jo, fang an. Mein Name ist Terence Kyle. Hallo. Dr. Kyle. Servus. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte. Mir helfen. Ja, man hört jetzt bestimmt den Kain, der gerade umgebracht wird. Ne? Bist du jetzt tot? Helfen kann man natürlich nicht, außer so. Ach, jetzt darf ich nicht mal schießen. Ah. Na toll. Isaac Clark, was würde der machen, wenn der ein totaler Pessimist wäre? Ist doch alles scheiße hier. Mann, ich hab so... Scheiß Job. Guten Morgen. Die ganzen Leichenteile, das ist total ekelhaft. Ne, damals, als ich mein Abi gemacht habe, nach dem Studium, also die haben mir etwas von Ingenieurswissenschaft erzählt, aber die ganzen Leichenteile hier und die Aliens und... das ist voll anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, hallo, noch jemand Schnelles? Ja, ist auch voll scheiße hier. Das ganze Leben ist für den Arsch. Das Leben kriegt eine andere Bedeutung durch diese kleinen Scheißviecher hier. Introduce your enemies to your friend. I have my own four friends. Schießstandsteuer. Hallo? Was passiert denn? Start. Ist das ein Minigame? Das ist ja cool. Und endlich Munition. Jetzt gleich kommt da irgendetwas anderes.
So, noch zwei. Nee, nochmal machen. Nein, nicht abschießen. Nur die Roten, nur die Bösen. Nur die Bösen. Danke. Das mache ich dann aber auch richtig. So, noch sechs. Die Hälfte haben wir. Böse Menschen. Böse Menschen. Ich darf nur böse Menschen töten. Böse. Und noch einer. Einer, einer, einer. 100%. Juhu. Minigame. Ja? Oh mein Gott, wie wunderbar. Kann ich jetzt Stufe 2 machen? Stufe 2, yeah. Das ist ein bisschen nervig, wenn Tramps manchmal meint, nee, ich muss ruckeln, ich hab keinen Bock mehr. Wenn die sich nachher entscheiden, dass sie sich überlappen, dann wird's nervig. Yep. Und noch einer. Noch mehr Munition oder was kriege ich denn? Ha, 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 ha. Ui. Schön. Gibt's ein Level 3? Gibt's ein Level 3? Ja, es gibt ein Level 3. Mit erster und zweiter Reihe. Jawohl. Kleines Minigame, ganz lustig. Hätte ich nicht erwartet, dass es hier bei Dead Space eigentlich so einem ernsten Horror-Shooter so ein Minigame gibt. Ganz fein. Und wir ignorieren mal, dass ich den Feinden hin und wieder auch in die Weichteile schieße. Ach ja, das geht ganz gut. Luftkanister. Oh, wir sollten demnächst... Hehehe. Ja, gut. Wie sieht's mit den Lebenspunkten aus? Saufen wir mal ein bisschen. So, gibt's Stufe 4? Gibt's Stufe 4. Wunderbar. Wunderbar. Wird alles schneller. Wird alles schwieriger. Nein, nett. Nett. Böse. Nett. Böse. Nett. Böse. Na, 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 na. Ich frag mich, wie viele Level es hier vor... Nein! Verdammt. Kriege ich trotzdem was? Nein. Dann mache ich das nochmal. Ich will das hier haben. Ich mag solche Games. Ist auch ein bisschen auflockerer. Auflockerer. Fuck it. Aber in der Zeit hat man unendlich Munition. Damit wäre das sogar etwas praktischer, glaube ich. Juhu! Damit kann man etwas genauer ziehen. Der Flammenwerfer ist hierfür wahrscheinlich gar nicht geeignet. Nein. Nein. Verdammt. Okay. Nochmal. Fehler muss ich gerade schreiben. In die Genital. Jetzt muss ich aber auch mal befreundet sein, oder? Oder halt gar nicht. Auch gut. Easy. Easy going. So. Na, na, na. Sorry, hat gerade etwas rumgeschwackt.
Jetzt geht's aber direkt wieder weiter. Vielleicht wenn etwas anderes kommt, dann verliere ich die Punkte wie sonst was. Energieknoten. Das heißt, Stufe 6 wird es wohl nicht geben. Nee. Kriege ich dann wieder Munition? Das wäre ja eigentlich voll lame. Könnte man sich hier ja die ganze Zeit so viel Reichtum aneignen. Bis man sein ganze Rig, seine ganze Ausrüstung auf 100% hat. Das ist ja... krass. Wäre krass. Na, na, na. Ach, aber jetzt verschieße ich meine eigene Munition. Hahaha. Okay, komm. Den einen mache ich noch. Den einen roten. Komm. Kriege ich dafür denn noch etwas? Nee. Okay. Macht nur Sinn, das einmal wirklich zu machen. Na, so. Uhrzeit. Da, da, da. Werkbank. Ach, da ist auch noch ein Energieknoten. Wunderbar. So, dann müssten wir ja wieder zwei Energieknötchen haben. Verwenden wir die jetzt auch schnell mal. Für die Laserkanonen. Wofür habe ich die mir überhaupt geholt? Ah, das starten wir wieder. Hopp. Energie oder Dauer. Dauer. So. Und dann mache ich hier jetzt auch mal wieder einen kleinen Cut. Und dann geht's hier gleich mal weiter, nachdem ich hier die... Gut, das Item habe ich nicht mehr. Dann geht's hier gleich wieder weiter. Bis zum nächsten Mal.